Hallo, heute schauen wir uns an, wie man Excel-Dateien druckt. Und eigentlich wollte ich ein Video machen, wie man Tabellen in Excel nutzt, aber als ich das letzte Mal gesehen habe, wie manche Leute Excel-Dateien drucken, da dachte ich mir, ich muss ein Video dazu machen. Ich habe hier jetzt momentan noch eine leere Excel-Datei. Ich werde mir jetzt kurz mal eine Tabelle rüber kopieren, die ich schon von der Schule aus gebraucht habe oder noch brauche. Zack, ist sie hier. Also, wir haben hier mal Kurse, die überhaupt nichts zu tun haben jetzt mit dem Video. Ich werde hier kurz noch die erste Zeile löschen, weil die brauchen wir jetzt. Was ist kurz zu sagen zu dieser Tabelle? Was hat die? Das Einzige, was es hier hat, ist eine Ansicht, die hier fixiert ist. Das bedeutet, dass diese Überschrift hier, also die erste Zeile hier, mitscrollt. So, das kann ich hier auch ausschalten, weil das brauchen wir hier eigentlich nicht für dieses Video. Wir wollen ja drucken. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, um überhaupt in Excel drucken zu können. Entweder wir drücken String P und kommen dann hier hin. Sieht hier jetzt wunderschön aus, weil wir in Hochformat drucken. So. Aber wir wollen vorher noch andere Dinge anstellen. Also wir gehen hier mal auf. Das war auf Seitenlayout. Und dann gibt es hier die schöne Möglichkeit hier Seitenränder. Seitenränder kennt man aus Word, kann man einstellen, wie man will. Ist bei mir jetzt auf benutzerdefinierte Seitenränder, also auf Standard. Dann hier Ausrichtung wäre hier bei meiner Tabelle jetzt schon sehr wichtig. Das mache ich jetzt auf B und drücke String P. Das wird sich anschauen. Ja, es sieht einfach noch immer katastrophal aus. So, gehen wir weiter. Hier können wir noch Format eingeben. Wenn ihr das größer drucken wollt oder A3, A4, A5 oder weitere Formate. Das kommt auf euren Drucker darauf an, was der drucken will, beziehungsweise welche Größe der drucken will. Und dann können wir noch Seitenränder, Kopfzeile und Fußzeile einstellen. Aber das werden wir uns gleich noch anschauen. Dann gehen wir weiter. Druckbereich. Wir können hier einen Druckbereich festlegen. Also Druckbereich festlegen. Sie haben so einige. Okay, also ich wähle aus, was ich hier theoretisch möchte. Sag hier jetzt, wähle das Ganze aus. Sag hier jetzt auf Druckbereich. Druckbereich festlegen. Jetzt hätte ich das theoretisch als Druckbereich festgelegt. Aber wir sehen hier noch immer, es sieht noch immer katastrophal aus. So, gebe das hier wieder auf. Dann haben wir hier noch Umbrüche, wo wir Umbrüche einfügen wollen, ob wir welche einfügen wollen. Und ja, dann können wir hier schon mal weitergehen. Und Hintergrund, würde ich sagen, brauchen wir eigentlich keinen. Also würde ich euch nicht empfehlen. Ist meistens eigentlich nur Schwachsinn. Und dann hier, die interessante Funktion heißt Drucktitel. Und wenn wir die hier mal auswählen, dann sehen wir hier Druckbereich, wiederholte Zeilen oben, wiederholte Spalten links. Und für diese Datei ist jetzt interessant die Wiederholungszeile oben. Wenn ich das jetzt mache, kann ich hier mal eine Zeile auswählen. Ich wähle mal hier die erste aus, gehe dann hier zurück, gehe auf OK. Und wenn ich jetzt wieder auf Drucken gehe, sehen wir hier, dass die obere Zeile immer wiederholt wird. Was sehr viel Sinn hat, wenn man in großen Dateien arbeitet bzw. sehr viele Zellen hat und sich dann irgendwann nicht mehr auskennt. So, die nächste Funktion ist vielleicht wieder interessant, die sogenannte Format anpassen. Und das hat den Sinn, dass ich zum Beispiel hier jetzt mal sage, die Höhe will ich zum Beispiel, ich will auf einer Seite ausdrucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf Drucken gehe, dann würde es mir zu skalieren von der Höhe, dass ich es auf einer Seite drucken mache.
hat natürlich jetzt hier keinen Sinn. Deswegen werden wir das hier jetzt wieder aufheben. Ja, automatisch. Was bei uns wiederum einen Sinn hat, weil wir sehen hier, dass die Tabelle jetzt noch immer das Format hat, dass wir die Breite auf einer Seite ändern. Wenn wir das gemacht haben, dann sieht die Tabelle eigentlich schon wesentlich besser aus, sieht aufgeräumter aus und es hätte kein Mensch ein Problem, wenn man das jetzt einem in die Hand drücken würde und der die Tabelle lesen müsste. So, was kann ich noch machen? Weil ich eher so ein Freund bin, der seine Zettel nicht gerne aus der Hand gibt, beziehungsweise, ich sag nicht angeben, aber seine Position quasi standhaft machen möchte und sagen möchte, dass die Datei von mir ist. So. Also, habe ich hier unten jetzt mal von Rasteransicht auf Seitenansicht gewechselt. Und wir sehen hier schon, dass wir hier eine Kopfzeile haben. Ich bin kein Fan von Kopfzeilen, bin eher der Fußzeilentyp. Und hier können wir einfach mal reingehen. Ich werde hier mal kurz wieder reinzoomen, dass man das besser sieht. So, was können wir hier machen? Weil so eine Fußzeile, die will schon bestimmte Daten haben, also sollte sie haben. Und wir haben hier einen extra Bereich sogar. Wir können hier Kopfzeile, Seite, wo bin ich, bla bla bla. So, also ich würde hier gerne mal erstens die Seitenzahl einfügen. Wäre hier jetzt dieses um Seite. Dann ist meistens noch praktisch die Zeit. Dann die aktuelle Zeit. Würde ich hier noch ein Zeichen ranmachen. Und dann noch den Dateipfad kann man nehmen. Ich persönlich bin kein Fan vom Dateipfad. Ich bin eher der Fan von Dateinamen. So, bei mir ist jetzt Mappe 2. War jetzt nicht so schlau und habe das irgendwie benannt oder so. Und dann kann man noch Blattname, also das wäre jetzt dieses Transaktionen hier. Und eine Grafik einfügen. Und das natürlich, diese Funktion hat man hier oben auch. Ich bin nur kein Fan, dass das eben oben steht. So, und wenn wir das Ganze jetzt hier haben, ich wechsle hier wieder zurück. Was ganz wichtig ist bei Fußzeile und Kopfzeile ist, dass man die in diese Rasteransicht überhaupt nicht sieht. Das heißt, man muss auf dieses Seitenlayout wechseln und dann diese Daten eingeben. Hier steht dann und Datum, bla bla bla. Ihr könnt aber das dann auch hier einfügen, wie wir das gerade gemacht haben. So, und wenn wir jetzt wechseln zurück auf unsere Druckansicht, dann sehen wir hier schon, dass diese Seite 1 hier quasi steht, und wenn ich jetzt scrolle auf Seite 2, steht da auf Seite 2, dann steht hier noch unser Tabellenblatt, also der Name der Tabelle und unsere Datei. Leider gibt es die Funktion Autor nicht, also zumindest habe ich die noch nicht hier gefunden. Wer sie kennt, also gefunden hat, gerne einen Kommentar, würde ich mich sehr freuen, aber leider gibt es auch im Internet nichts, was man ohne VBA hier ändern könnte. Und ja, wenn wir jetzt auf Drucken gehen, dann haben wir hier eigentlich quasi schon alles gemacht. Wir können hier jetzt noch Drucker auswählen, das wäre bei mir jetzt der bla 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 Microsoft Printer to PDF. Dann noch hier, wie wir es drucken wollen. Auswahl drucken, bla bla bla. Dann sortieren. Ich würde da eben auch sortieren lassen, weil getrennt in den meisten Fällen nicht viel Sinn. Also ich kann hier auch bestimmte Seiten drucken. So, wenn das jetzt zum Beispiel 500 Seiten wären, könnte man von 300 bis 400 drucken. Dann hier wieder das Format, das wir vorher schon in unserem Tabellenblatt eingefügt haben. Dann hier wieder unser Blattformat, also das Druckerformat, was zum Schluss rauskommt. Kann man hier auch wieder ändern. Dann die Seitenränder, das Standarddruckformat, also Standard, was man wissen sollte, wenn man etwas druckt. Dann hier noch Spalten.
Ja, das ist eigentlich auch das, was wir vorher eingestellt haben. Und ja, das war jetzt in 10 Minuten eigentlich eine Erklärung, wie man Excel-Dateien richtig druckt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, weil es gibt so viele Leute, die so extrem falsch drucken, beziehungsweise Mappen drucken, die kein Mensch lesen kann. Zum Beispiel hier, Atom, Unternehmen, Wertpapierinfo drucken und dann plötzlich steht Kurs, Stück, Kurs, Spesen, Beitrag in Euro wieder auf einem eigenen Blatt und Gewinn und Verlust steht wieder auf einem Blatt. Und wenn man da gerade nicht kreativ ist und ich bin nicht kreativ und das mit Schere alles zusammenkleben will auf einem großen Poster, dann würde ich sagen, ist das seine 5 Minuten, 10 Minuten wert, dass man so druckt. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video? Wir sehen uns im nächsten Video wieder mit dem hilfreichen Tipp und ciao!